Vor gerade mal einem Monat wurde sie vorgestellt, die neue Nikon D3300. Den richtigen Test, den gibt es natürlich wie immer später. Heute der Blick in die Box hinein und vor allem auch, was es mit dem neuen 18-55mm VR2 Kit-Objektiv so auf sich hat. Und los geht's mit der D3300 mit dem VR2 Kit. Also mal gespannt, was sich da geändert hat. Okay, ich weiß es eigentlich schon, aber ich will es mir trotzdem jetzt mal ansehen. So, hier oben finden wir erst einmal natürlich View NX2, interessiert mich nicht, würde ich ihn nie nutzen. Die Garantiekarten für Objektiv wie Kamera und ein kleines Handbuch, nur in deutscher Sprache, schön bebildert. Also ich denke mal, wer die Kamera ganz neu hat und noch nie eine DSLR, ganz nett, denke ich mal. So, kommen wir hier erstmal zum Akkuladegerät. Irgendwie alles ein bisschen anders verstaut. Das kennt ihr wahrscheinlich schon von vielen anderen Nikon-Einsteigerkameras. Hat sich seit vielen Jahren nichts daran geändert. Hier das für ältere Fernseher, warum man immer noch keine HDMI-Kabel hat, egal. USB-Kabel noch für den Rechneranschluss. Der Netzadapter für das Ladegerät, sonst ist es doof mit Anschließen an unseren Steckdosen. Und was haben wir noch? Ja, genau. Natürlich noch der passende Akku mit dem kleinen A hinten dran. Also auch wieder die Version mit ein bisschen mehr Kapazität im Vergleich zu dem Vorgänger. Und natürlich noch der Tragegurt in Schwarz und in der bekannten Nikon-Einsteiger-Klasse-Qualität. Ja, fühlt sich zumindest so an. Also schnell beiseite mit dem ganzen Krempel, denn jetzt kommen wir erstmal zum VR2 Kit-Objektiv, das hier ziemlich nett eingepackt wurde. Immer wieder zwei Plastiktüten, davon eine ziemlich große zum Rumknistern. Ja, hier haben wir es dann auch schon und ganz besonders daran, dass es eben dieser kleine Lockschalter, damit kann man das nicht nur von 18 bis 55 mm drehen, sondern in so eine Parkposition zum Mitnehmen, wenn man so möchte. Das ist, denke ich mal, ja, ganz nett für so eine kompakte Kamera. Sonst alles wieder sehr billig in der Ausführung, auch die Kappe hinten. Also schnell weiter zum Highlight der D3300. An den technischen Spezifikationen hat sich ja nicht viel getan, aber am Aussehen, ja, sehr wohl. Sieht man ja auch hier, denke ich mal, ganz schön dieses etwas abgerundete Design. Ist ein bisschen runder als die 3200. Hinten von der Tastenanordnung eigentlich so ziemlich identisch im Vergleich zur 3200. Da hat sich eigentlich nicht wirklich was getan, auch hier. Dieses Steuerkreuz und so, das ist eigentlich alles ganz gut geblieben. Auch die Aufnahmetasten, Modus, Wahlrad, also da hat sich wirklich nicht viel getan an der Cam. Ja, wenn Sie noch so ein bisschen hier rumschauen, also wirklich sonst fast 1:1 vergleichbar. Bauen wir mal noch schnell das Objektiv an, dann haben wir mal den vollen Eindruck, wie die 3300 zu euch kommen würde, wenn ihr denn euch das Kit holt, das hier. Also wäre so die absolute Einsteigerversion, wenn man so will. Auf jeden Fall ziemlich kompakt, jetzt nicht billig, aber ist viel Plastik. Anschlüsse an den Seiten, alles dran, also für Mikrofon, USB, Zubehöranschluss und. Kann man, denke ich mal, gar nicht meckern, jetzt sowohl beim Zubehör als auch bei allen anderen. Ja, liegt soweit gut in der Hand und wie gesagt, relativ kompakt das Ganze auch noch. Also ich denke mal, ihr könnt ganz gespannt sein auf den Test der D3300. Wenn euch das Unboxing-Video zur Nikon D3300 gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da für dieses Video. Gerne in den Kommentaren ein paar Anregungen, was ihr noch so alles sehen wollt im Test zu D3300. Vielleicht im Vergleich zu 3200, keine Ahnung. Ja, sonst findet ihr noch zwei weitere nette Unboxing-Videos hier und hier verlinkt, genauso wie Links zu Facebook und Twitter unten in der Videobeschreibung drin. Das war's jetzt erstmal für diesen Mittwoch. Weiter geht's am Sonntag mit der nächsten Review. Bis dahin!